Bundesliga AD Welcome USA. Dieser Podcast begleitet junge, sehr gut ausgebildete deutsche FußballerInnen auf ihrem Abenteuer als College Soccer Player in den USA. Mein Traum war es und ist es immer noch, einmal für Bayern München zu spielen. Bayern München ist für mich mein Kindheitstraum. Sie sind zum Studieren in die USA gegangen und finanzieren ihr College-Studium mit ihrer Leidenschaft, dem Fußballspiel. Hello America, wie läuft's bei dir? Ja, und der Gruß geht rüber nach Amerika, diesmal weit in den Westen, Südwesten möchte man fast sagen. Der Gruß geht rüber zu Maximilian Möller, den wir recht herzlich zu seiner ersten Folge in unserem Podcast Bundesliga AD Welcome USA begrüßen. Hallo Maximilian, wie geht's dir? Hi, mir geht's super, ich bin gut drauf, Schule läuft, Fußball läuft, alles super, danke. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut, bei mir schneit es gerade. Ich bin in Oberwiesenthal, wir haben heute den 18. März, also ich liege ein bisschen in der Höhe, also da ist Schnee nichts Ungewöhnliches, auch ja am 18. März nicht. Und wie ist das Wetter bei dir? Sag mir nochmal genau, und jetzt sind wir da, weil ich vorhin gesagt habe, wir sind im Südwesten der USA, wo du dich gerade befindest. Ich befinde mich in Phoenix, Arizona. Bei mir sind es angenehme 20 bis 25 Grad. Bei uns ist gefühlt das ganze Jahr über Sommer. Also da habe ich richtig Glück mit dem Wetter. Mama mia, mama mia. Oh ja, und dann können wir ja auch gleich mal verraten, wie es in deiner Heimat aussieht. Denn das ist nicht weit weg von Oberwiesenthal. Das ist Weimar, richtig? Genau. Wann hast du letztes Mal Kontakt gehabt? Ich habe das letzte Mal gestern mit meiner Familie gesprochen über FaceTime. Und ging es auch ums Wetter? Nicht wirklich, nee. Was sind denn so die Themen, die dich gerade beschäftigen, wenn du, hast du mit Mama, mit Papa oder hast du mit Geschwister? Mit beiden. Ja, ich habe auch Geschwister, die sind beide älter, die sind beide Mitte oder Ende 30. Meine Schwester hat auch schon 2 Kinder. Okay. Genau, aber so die alltäglichen Themen halt, wie es mir geht, wie es der Familie geht, wie es mit der Uni läuft, da ist mein Papa und meine Mama, sind beide richtig hinterher damit. Ja. Ja, und wie es mit dem Fußball läuft natürlich auch. Ja, ist richtig. Du bist Jahrgang 2000, richtig? Genau. Und hast ja gerade schon verraten, du bist in Phoenix, Arizona. Sag mir doch mal, an welcher Uni bist du da? Ich bin an der GCU, das ist kurz für Grand Canyon University. Also neben der Uni gleich der Wasserfall? Nee, nicht ganz. Also Grand Canyon ist trotzdem, ich glaube, 3 Stunden entfernt. Oh, doch. Von daher hat mich das auch ein bisschen gewundert, dass es dann wirklich Grand Canyon University heißt. Nee, aber ist ein Stückchen weg. Beschreib das mal so kurz geografisch. Wie weit brauchst du jetzt von Phoenix, da ist Las Vegas in der Nähe, da ist Los Angeles in der Nähe, habe ich zumindest also bei Google gesehen. Wie weit das für dich ist, wäre mal ganz interessant. Also ich sag mal, in der Nähe ist gut gesagt, für die Amerikaner ist das wirklich in der Nähe. Das wäre, glaube ich, mit dem Auto ungefähr, lass mich nicht lügen, 5 oder 6 Stunden. Oh, bis nach Los Angeles. Okay, Und bis aber nach das Las machen Vegas die auch, das fahren die auch, ne? Oder nehmen das die Flieger? Das fahren die teilweise, aber ich glaube, die meisten fliegen dann wirklich letztendlich. Okay. Naja, das ist so eine 5-6 Stunden, das ist Hamburg, München, genau, ja, ungefähr, ja. Erfurt, Paris vielleicht. Ja. Seit wann bist du an der Uni und für welches Team spielst du? Spielst du Fußball? Denn du spielst ja nach wie vor Fußball. In unserem Podcast geht es ja darum, dass wir junge Fußballer begleiten, die eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen haben, aber sich dann so ein Stück weit auch gegen die Bundesliga und gegen den Profisport, möchte fast sagen, entschieden haben und gesagt haben, okay, ich gehe nach Amerika. Also für welches Team spielst du da und ja, die erste Frage habe ich schon wieder vergessen. Ich spiele für die Mannschaft von der Uni, also für das Grand Canyon Men's Soccer Team auf Englisch, also für für das Männerteam hier. Genau, also ich würde aber nicht sagen, dass wir, oder
dass die Jungs, die nach Amerika gehen, Fußball wirklich als Leistungssport abgeschlossen haben. Es ist für, was ich sagen würde, eine richtig gute Alternative zum Profisport in Deutschland, um Uni und Fußball unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Also das habe ich ja auch schon in der ersten Folge, als wir mit Alexander Nitzel, der sein Jugendverein war Bayern München, dein Jugendverein war mehr oder weniger der FC Rot-Weiß Erfurt, richtig? Genau, ja, ich habe 6 Jahre in Erfurt gespielt. Aha. Okay, bevor wir das alles nochmal so ganz kurz beleuchten, welche Vereinsfarben habt ihr? Wir haben hier lila. Also so ein bisschen Erzgebirge Aue mäßig, oder? Genau, ja. Das ist ein komisches Gefühl, Lila, oder fühlt sich damit schon wohl? Nee, also ich muss sagen, unsere Trikots gefallen mir. Ist jetzt nicht die alltägliche Farbe, würde ich mal sagen, ja. Aber... Lässt sich schon anziehen? Ja. Okay. Wo nehmen wir gerade auf? Wo bist du gerade? Bist du bei dir im Zimmer? Ich bin gerade bei mir an meinem Unizimmer. Okay. Und ja, also wir haben so mäßig ein Apartment, mit 3 anderen Spielern wohne ich zusammen. Ja. Du teilst dir nur mit einem Spieler dann ein Bad sozusagen, hast 2 Bäder in dem Apartment und genau. Oh, das ist ja nicht schlecht. Wo kommen die anderen Jungs her? Einer kommt aus Zypern und die anderen beiden kommen beide aus Amerika. Okay, aber aus anderen Ecken als Arizona. Genau, ja. Jetzt die Frage, wie lange bist du denn schon da? Ich bin seit letztem Sommer gekommen, bin ich hier. Ja, die Frage war so ein bisschen rhetorisch für alle, die den Podcast verfolgen, weil wir hatten uns übrigens ja schon mal verabredet, ne? Ich hatte ja davon gehört, dass du rübergehst und ich wollte ja mit einer Fernsehkamera vorbeikommen und weil das ja auch nicht so alltäglich ist, dass jemand aus Weimar, der in Erfurt gespielt hat, dann später Sandhausen, Köln, Hoffenheim, sich dann entschließt, nach Amerika zu gehen. Und ich hatte ja sowieso vor, über die ganze Thematik, bei Alex habe ich gedreht, den habe ich noch erwischt, aber dich habe ich nicht erwischt. Das hatte zum einen damit zu tun, dass ich in dem Zeitraum, als ich davon erfuhr, dann im Urlaub war. Aber es gab auch noch einen anderen Grund, das hatte ein bisschen was mit Aberglaube zu tun, ne? In der Situation, ja. Wie hing das damals zusammen? Also ich muss sagen, früher als ich nach meiner Zeit in Erfurt nach Hoffenheim gewechselt bin, habe ich im Winter schon mal sowas Ähnliches wie einen Fernsehdreh gehabt, Interview gehabt und sind dann mit der Mannschaft ein paar Wochen später nach Katar ins Trainingslager geflogen und dann habe ich mich leider schwer verletzt. Okay, und dann hast du gesagt, okay, jetzt kommt der Florian und will auch noch mal und bevor das alles irgendwie schief geht war ein bisschen Aberglaube dabei, ja. Genau, aber auch hauptsächlich, weil ich einfach nach der ganzen Corona-Pandemie, die ja immer noch aktuell ist, dann einfach auch nach einem halben Jahr zu Hause wieder wohnen, sag ich mal, so schnell wie möglich einfach nach Amerika gehen wollte, um anzufangen. Ja. Was, ich habe das von Alexander Nitzel, für alle die jetzt erst einsteigen in diesem Podcast, das war die erste Folge. Was studierst du da? Man studiert da nicht irgendwie ein Fach, ne? Das habe ich jetzt schon so ein Stück weit mitbekommen. Das hat der Alexander in der ersten Folge soweit erklärt. Er belegt da so ein paar Grundfächer. Genau. Du bist ja jetzt schon ein halbes Jahr da. Ist das bei dir auch noch so? Oder welche Fächer sind das und wie ist die Situation? Also du hast einen Studiengang, den du belegst. Das ist in meinem Fall ist das Business Management, was ich also so heißt das, was ich studiere. Ja. Und dann musst du jedes Semester hast du 4 oder 3 Unterrichtsklassen, die du belegen musst. Und das war dann jetzt bei mir im ersten Semester war das Mathe, Englisch, ein Fach, das nennt sich University Success for Student Athletes. Genau. Und dann wird das jedes Semester nach 6 Monaten wird das sozusagen verändert und du musst eigentlich alle die Fächer, die für den Studiengang zugeschrieben sind, musst du belegen. Ja, und der Plan ist erstmal, die nächsten 3,5 Jahre jetzt noch zu bleiben, oder? Genau, also ich versuche relativ frühzeitig meinen Bachelor fertig zu machen, dadurch, dass ich, bevor ich rübergekommen bin nach Amerika, schon in Deutschland studiert habe, ein halbes Jahr, habe ich schon 15 Credits, heißt das,
transferiert bekommen. Das heißt, ich versuche meinen Bachelor in 3 Jahren jetzt fertig zu machen, also voraussichtlich noch 2 Jahre, dass ich dann meinen Bachelor habe und dann zu schauen, ob man vielleicht die Uni wechselt, ob man in der Uni bleibt, ob man vielleicht irgendwie den Sprung hier in Amerika schaffen kann, in dem Profifußball, das sieht man dann. Ja, sag mal, wir fangen mal in Weimar an. Jahr 2000, der kleine Max oder Maximilian, wer nennt dich wie? Die Oma, die Mutter, wer nennt dich wann wie? Also Familienmitglieder nennen mich Maximilian nur, wenn ich irgendwie Mist gebaut habe. Okay. Ansonsten bin ich Max oder bei meinem Papa eigentlich meistens Maximilian auch so. Okay. Dann, ja, Max, 2000 bist du geboren in Weimar direkt, ne? Genau, ja. Ja. Aufgewachsen mit zwei älteren Geschwistern, wenn ich das richtig behalten habe? Genau, ja. Und hast wann deine Liebe zum Fußball entdeckt? Ich glaube, seitdem ich denken kann, wollte ich immer Fußball spielen und spiele ich auch schon immer Fußball. Ich glaube, einen großen Einfluss hatte mein Papa, der immer Fußball geschaut hat, wo Bundesliga jeden Samstag kam, jeden Sonntag kam. Genau, und seitdem habe ich eigentlich wirklich die Liebe zum Fußball gefunden und auch nie wirklich die Liebe zum Fußball verloren. Dann gab es wahrscheinlich den ersten Verein in Weimar, nehme ich an, oder? Ich bin nicht direkt in Weimar aufgewachsen. Ich bin in einem kleinen Ort neben Weimar, oder Erfurt auch gesagt, Kranichfeld aufgewachsen. Ja. Und da habe ich dann angefangen, da im Dorfverein zu kicken. Und bin dann, ich weiß nicht mehr, ich glaube 10 oder 11 Jahre bin ich dann zu Erfurt gewechselt. Ah. Wer war dein erster Trainer in Kranichfeld? Wie hieß der? Das ist der Fabian Milde. Okay. Den kenne ich auch immer noch sehr gut und der kommt auch teilweise bei meinen Eltern ins Geschäft, um Fliesen zu kaufen. Die haben gemeinsam ein Fliesengeschäft, arbeiten zusammen noch meine Eltern. Genau, und da wird sich immer ausgetauscht, wenn man sich sieht, wie es einem geht und was man so macht. Ja, absolut. Das ist toll, dann kann er jetzt Podcast hören und dann weiß er genau, wie es dir geht. Genau, genau. Okay, das heißt, Erfurt, Kranichfeld, war das dann einfach die, ja, du bist dann direkt aufs Gymnasium oder hast dann erst noch in den Nachwuchsmannschaften von Erfurt gespielt? Ich bin dann direkt nach meiner Grundschulzeit ans Sportgymnasium in Erfurt gewechselt und habe dann direkt beim FC Rot-Weiß Erfurt gespielt. Das heißt, das war eine richtige Internatszeit und Internat war ich nie. Ich bin Du bist immer nach Hause gefahren. Genau, ich hatte großes Glück, dass ich hatte eine Bekannte, die ist mit mir zusammen in den Kindergarten gegangen und auch zusammen in dieselbe Grundschule in Kranichfeld. Und ihre Mutter hat bei uns am Sportgymnasium gelernt, also die war Lehrerin dort. Ja. Und da konnte ich jeden Morgen eigentlich mitfahren, sodass meine Eltern jetzt keine Spritkosten die ganze Zeit haben. Genau, schön. Und dann hat man das richtig gut verbunden bekommen. Ach, da warst du nicht im Internat, das hatte ich jetzt gedacht, okay. Ja gut, Erfurt Weimar ist ja auch nicht so und Kranichfeld, der ist ja ja, das waren 25 Minuten, 30 ja, Minuten ja, ungefähr. Das ist ja heute in amerikanische Verhältnisse ist das ja ein Spaziergang zum Bäcker. Genau. Genau, und dann war Erfurt irgendwann auserzählt oder wie hat sich das da so gestaltet? Oder sagen wir es mal so, bleiben wir nochmal in Erfurt. Wer war da dein Jugendtrainer, der dich da am meisten geprägt hat? Ich glaube, der Jugendtrainer, der mich am meisten geprägt hat, war der Frank Kühn. Ja. Unter ihm habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Jahre trainiert. Sehr, 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 sehr gute Zeit gehabt. Auch mit dem gesamten Team. Wir waren, auch wenn man sich vielleicht außerhalb des Platzes nicht immer die besten Freunde mit allem super verstanden hat, was man auch nicht muss, waren wir auf dem Platz echt ein super Team, auch was die Eltern und so angeht, weil da, wenn man auch meine Mom fragt oder so, war das eine super Zeit für alle. Würde ich schon sagen, genau, dass das der Frank Kühn war und auch vielleicht der Frank Schellenberg, der sozusagen Co-Trainer dann war. Ja. Gibt's irgendwas, woran du dich heute noch erinnerst? Irgendein Spruch? Gibt ja manchmal so. Ich erinnere mich auch an so 2, 3 Episoden meiner Jugendtrainer, ist zwar schon über 30 Jahre her, aber die vergisst man nicht. Also so Klassiker. Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, was der Frank Kümer zu mir gesagt hat, war, dass ich rennen kann ohne Ende und die ganze Zeit nur am Rennen bin.
Aber ansonsten muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, fällt mir jetzt gerade nichts auf die Schnelle ein. Wie ist es denn zu dem Wechsel? Also du hast Stürmer gespielt, glaube ich. Genau, ja. Das habe ich zumindest nachgelesen. Wie ist es denn zu dem Wechsel gekommen? Du bist von Erfurt dann nach Hoffenheim, richtig? Richtig, ja. Wie ist es dazu gekommen? Das, also eigentlich wäre ich in der U14 fast nach Bremen gewechselt. Dann gab es aber einen Trainerwechsel und der heutige Cheftrainer Florian Kohfeldt war damals U23-Trainer. Der ist runter in die U15 als Trainer gekommen und hat mich dann bei einem Probetraining sozusagen nochmal anschauen wollen, weil er mich halt gar nicht kannte, sondern nur die alten Trainer. Da ist der, dadurch, dass ich halt noch extrem jung war mit 14 Jahren, der Wechsel sozusagen daran gescheitert, zu Bremen zu gehen. Ganz kurz, du hast vom Probetraining gesprochen. Genau. Bewirbt man sich da selber oder wird man dazu Das eingeladen? funktioniert alles über Scouts. Also die Bundesligisten, Zweitliga-Teams haben überall ihre Leute, um Spieler anzuschauen. Ich glaube, das ist heute noch extremer, dass das mit ganz, ganz jungen Jahren anfängt. Ja. Damals war so der erste Kontakt mit einer größeren Mannschaft, sag ich mal, oder einem Bundesligisten mit 14, mit Bremen in dem Fall. Okay. Wenn das da nicht geklappt hat, ist man da schon ein Stück weit enttäuscht oder wie hast du das damals genommen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, als kleiner Junge stecken würde, dass man eher noch wegstecken, sage ich mal, weil da macht man sich noch nicht so viele Gedanken. Aber im ersten Moment ist es klar immer eine Art Enttäuschung. Ja. Aber ich glaube, daraus lernt man, und das prägt einen auch so ein Stück weit, würde ich sagen. Ja. Welchen Traum, das ist ja dann immer so, es ging mir ja genauso damals. Ich wollte unbedingt jetzt nicht bei einer großen Mannschaft spielen, weil ich komme ja aus der DDR und das war ja damals, als ich klein war, noch undenkbar, dass die Mauer 89 fällt. Ich habe aber Ja. gedacht, ich will einmal bei Hansa Rostock in dem vollen Stadion, in der Männermannschaft, in der Oberliga, was ja damals quasi gleichbedeutend der Bundesliga, also es war die erste Liga in der DDR, war, da will ich mal ein Teil sein. Ich will, dass die jubeln für mich, für meine Tore. Was hattest du für Träume? Mein Traum war es und ist es immer noch einmal für Bayern München zu spielen. Oh. Bayern München ist für mich mein Kindheitstraum gewesen und ist es auch heute noch. Ja, ist auch mein Lieblingsverein, den ich seitdem ich denken kann, glaube ich, supporte. Ja. Ja, das war so oder ist mein Traum. Das heißt, du wartest nur darauf, dass Robert Lewandowski irgendwann mal aufhört und dann kommst Genau. du mit deinem Masterstudium aus Amerika und weiß ich, Ja, 85 Toren. hoffentlich kommt bald der Anruf vom Hansi Flick, ob ich dann nicht Robert Lewandowski mehr habe. Wer weiß, wie lange der noch Trainer ist. Vielleicht ist er auch bald Bundestrainer. Mal gucken. Stimmt, ja. Ja, okay, Bayern München als Traum, Werder Bremen, Probetraining, hat erstmal nicht funktioniert. Wie ging es dann weiter? Ich habe dann, also bin ganz normal wieder, oder habe ganz normal weitergemacht in Erfurt. Ja. Und als wir dann in die U15 gekommen sind, haben wir dann Talente-Liga gespielt und haben dann sozusagen gegen RB Leipzig, Magdeburg, halt die ganzen Ostvereine sozusagen gespielt gehabt und bin dann wieder auffällig geworden für Vereine. Ja. Dann kam Nürnberg auf mich zu und Hoffenheim und hatte dann sozusagen die, ja, Qual der Wahl, Ja. um mich zu entscheiden zwischen Nürnberg und Hoffenheim und habe mich dann relativ früh direkt für Hoffenheim entschieden. Wie alt warst du da? Ich war da 15. Okay. Und war es keine Option zu sagen, okay, Rot-Weiß Erfurt spielte damals dritte Liga, würde ich sagen, Genau, ja. ne? Und zu sagen, okay, ich bleibe hier in Erfurt und versuche es über die dritte Liga, weil der Weg in den Profibereich ist vielleicht ein Stück weit leichter? War das keine Option? Also darüber habe ich, also klar hat man sich darüber Gedanken gemacht, weil ich Erfurt viel zu verdanken habe und auch die Zeit da sehr genossen habe. Aber was das Ganze drumherum, um organisatorische Sachen mit Schule zu vereinbaren, um
auch den nächsten Step, sage ich mal, zu machen, um höherklassig Fußball zu spielen, war für mich Hoffenheim schon der richtige Weg und auch die richtige Entscheidung, die ich auch heute wieder machen würde. Habt ihr mit Erfurt, habt ihr nicht in der Jugend-Bundesliga, heißt die doch, ne? Junioren und das gab, also das gibt's erst ab der U17. Ach so, okay. Aber da war mit damals, Erfurt oder ist sorry. Ja. Mit Erfurt hättet ihr da ja nicht gespielt, ne? Da war es eine Regionalliga gewesen. Also ich glaube, unsere U17 hat damals, ich weiß gar nicht, ob die da gespielt haben oder nicht. Ich glaube, die haben auf jeden Fall eine Zeit lang U17-Bundesliga gespielt. Ja, ja. Aber das hat auch mit einer Rolle gespielt, dass ich glaube, zu dem Zeitpunkt war Erfurt nicht in der Bundesliga. Und ja, ich sag mal, um Profi zu werden, ist es extrem wichtig, in den U-Bundesligen zu spielen. Ja, ist richtig. Okay, dann der Schritt nach Hoffenheim. Da hat die Mama aber geweint, nehme ich an, oder? Die Mama hat geweint, wo wir im Internatszimmer waren, das weiß ich heute noch. Papa, der sonst immer der Taffe ist und der Harte ist, hatte auch so ein bisschen Tränen in den Augen. Und klar ist es für einen 15-jährigen Jungen jetzt auch nicht der einfachste Schritt, dann zu sagen, okay, ich ziehe von zu Hause aus und bin dann mal 3, 3,5 Stunden von zu Hause entfernt auf mich allein gestellt. Was war so das Schwierigste, was am Anfang so war, woran du dich heute noch erinnerst? Ich hatte ehrlich gesagt nie wirklich Probleme gehabt, was richtig schwierig war. So klar, die ersten 1, 2 Wochen waren vom Heimweh ab und zu oder teilweise anstrengend oder hart, aber ansonsten muss ich sagen, haben mich auch alle in Hoffenheim super aufgenommen. Das Internat ist super, genau. Ja. Und warst du zufrieden mit deiner Zeit da in Hoffenheim? Weil ich habe dann zumindest bei Transfermarkt dann mich ein bisschen vorinformiert. Das ging dann nach Sandhausen, das ging dann auch nach Köln. Wie lief das so? Kannst du das zusammenfassen? Also das erste, wir hatten als Trainer damals in der U16, der ist frisch gekommen vom VfB Stuttgart, den Domenico Tedesco, der dann auch ein paar Jahre später die Schalke zum Champions League Platz geführt hat und auch Champions League mit Schalke gespielt hat. Nicht zu vergessen, Trainer beim FC Erzgebirge Aue davor. Genau, und die vom Abstieg gerettet. Genau, der war dann Domenico in der U16. Domenico Tedesco war dein Jugendtrainer. Der war in der U16 mein Jugendtrainer, genau. Ah, okay. Und U17 hatte damals Julian Nagelsmann, kann das sein? Der war U19 Trainer. Ah, okay. Und dann U17 war Marcel Rapp Trainer. Alles klar. Genau, okay. Und dann also Hoffenheim-Zeit war ich sehr zufrieden das erste halbe Jahr. Auch die Coaches waren mit mir zufrieden. Schule lief auch bedeutend besser als Erfurt. Und dann kam halt leider im Januar 2016 am 25.01. die Diagnose nach meinem oder im Testspiel, dass ich mir das Schien- und Wadenbein gebrochen habe. Gegen wen war das? Das war gegen eine Auswahl in Katar. Ja. Ach, das war die besagte Nummer, von der wir geredet haben. Genau. Wegen Fernsehdreh und so, ja? Ja. Okay, jetzt schließt sich der Kreis. Alles klar. In Katar. Ach, das stelle ich mir aber auch nicht einfach vor. Dann da ins Krankenhaus und. Ja, also war eine. Also ich glaube, wenn ich mich jedes Mal daran zurückerinnere, wird es mir immer so ein bisschen. Kriege ich immer ein bisschen Gänsehaut, weil. Vom Schmerz her, glaube ich, wünsche ich das keinem. Im Krankenhaus, klar, ist es auch immer anders, als wir es in Deutschland kennen. Ja. Aber Hoffenheim hat direkt, also die Ärzte dort haben miteinander kommuniziert und Hoffenheim hat direkt gesagt, dass ich am nächsten Tag, wo unser Team eigentlich sowieso nach Hause geflogen wäre, ich mit denen nach Hause fliege und dann zu Hause operiert werde und nicht in Katar. Ja, war das schmerzhaft, der Rückflug? Oder hast du Schmerzen? Also ich habe... ich glaube, vor dem Start 2600er Ibuprofen bekommen und war dann noch vor dem Start am Schlafen. Ja, ich entnehme dem, wenn du das so betonst, dass dich das so ein bisschen aus dem Rennen genommen hat. 100%ig. Also klar, man weiß es nie und man sollte sich darüber auch nicht wirklich Gedanken machen. Aber als Leistungssportler fragt man sich dann, glaube ich, immer, was wäre gewesen, wenn ich mich damals nicht verletzt hätte. Ich kann dir eine Parallelgeschichte erzählen. Ich war
ich habe mit 17, ich war knapp 18, noch nicht 18, habe ich mein erstes Spiel in der ersten Mannschaft für Hansa Rostock gemacht. Das war ein FDGB-Pokalspiel gegen BFC Dynamo. Dann habe ich 2-3 Monate später mein erstes Oberligaspiel gemacht und habe mich dann in dem dritten, vierten Spiel in Riesa, das ist so dämlich gewesen von mir, wir lagen zurück und ich wollte, der Ball ging ins Aus, ich wollte den holen, das war ja in Riesa, da sind die Balljungen ja nicht so, dass sie den gleich freiwillig wieder zurückwerfen, sondern ja. holte mir den Ball. Und damals gab es noch diese Stadien mit Aschenbahn. So, da war der Rasen, Aschenbahn und zwischen Aschenbahn und Rasen gab es so eine, ich sag mal so 20 Zentimeter, 25 Zentimeter breite Regenrinne. So. Ja, kennt man. Und in die bin ich reingetreten. Jetzt war das mein drittes oder viertes Oberligaspiel und ich wollte nicht, ich wurde 10 Minuten vorher eingewechselt. Jetzt wollte ich nicht raus und habe die letzten 15 Minuten durchgespielt. Ich glaube, es waren so 25 Minuten, was ich gespielt habe. Und habe mir dabei bei dieser Aktion, ich bin umgeknickt in diese Regenrinne rein und habe mir dabei den Bänderriss geholt. Mhm. Und habe mich von diesem Bänderriss, war so 3-4 Monate später, das war so im Mai, dann habe ich den Anschluss verpasst, so ein bisschen in der Vorbereitung, ich hing so ein bisschen hinterher und so weiter und so fort, ja. Und war nicht so richtig fit und hatte aber immer den Druck, ich will in diese Mannschaft rein, in die ich jetzt mich gerade reingekämpft habe, als junger Bursche und mit 18, du willst da, ja. Und habe mich dann in einem Spiel, ich musste dann auch mal in die zweite Mannschaft, weil ich nicht immer genug Spielpraxis hatte, und habe mich dann in einem Spiel in der zweiten Mannschaft vom FC Hansa eine Woche, das muss man sich mal vorstellen, eine Woche vor Beginn der Weltmeisterschaft Junioren-WM, nee, EM war das damals, EM, habe ich mir das Kreuzband gerissen. Bei einer ganz blöden Aktion, ich wollte den Torwart ausspielen, dann kam aber die Außenlinie, dann habe ich mich nochmal gedreht und da hat wirklich mir sowas gefehlt wie, Junge, du fährst nächste Woche zur EM, lass es halblang angehen, spiel ein ordentliches Spiel, sieh zu, dass du fit bleibst, gesund bleibst, habe mir das Kreuzband gerissen und ich bin nicht zur EM gefahren und die werden dort Europameister. Also das war richtig. Also das sind so Dinge, wo ich das total nachvollziehen kann. Das sind so Brüche und man fragt sich immer, was wäre gewesen, wenn. Jetzt ging es bei mir dann aber auch noch weiter, Gott sei Dank. Aber auch nur aufgrund der Tatsache, ich sage jetzt mal, dass es die DDR gab. Denn ich habe 1,5 Jahre gebraucht, um mich von diesem Kreuzbandriss zu erholen. Ich wurde 2-mal operiert. Und diese 1,5 Jahre hätte ich im normalen Profigeschäft niemals bekommen. Die hätte ich niemals bekommen. Die hätten gesagt, okay, nach einem halben Jahr ist er nicht mehr fit, dann läuft jetzt der Vertrag aus, guck mal, wo du unterkommst und was weiß ich. Das wäre damals nicht gegangen. Und damals in der DDR hatte ich die Zeit, dann bin ich noch zum Zweitligisten gegangen, konnte mich in Ruhe wieder aufbauen, bin dann wieder zurück zu Hansa Rostock, habe dann noch insgesamt noch 10 Jahre als Profi gespielt nach meiner Kreuzband-OP und am Ende dann auch noch Bundesliga und alles war gut. Aber ich weiß, wovon du redest, wenn du sagst, das hat vielleicht bei mir auch noch, so die ganz große Karriere war es ja dann am Ende nicht, ne? Ich habe immerhin noch Bundesliga gespielt. Aber wer weiß, was gewesen wäre. Jeder träumt von Nationalmannschaft, Länderspiele natürlich, und so weiter. Ja. Einer, der mit mir parallel quasi groß geworden ist und wir haben auch zusammen in der Juniorenauswahl gespielt, kann auch dieses Bild mal verlinken auf Bavusa, also unseren Instagram-Kanal b_a_w und dann _USA, so, weil Bavusa gab es nicht mehr bei Insta, oder auf der Website bavusa.de. Matthias Sammer, mit dem bin ich quasi, der hat zwar in Dresden gespielt, ich in Rostock und wir sind so ein Jahrgang und wir sind zusammen groß geworden, wir haben zusammen in der Juniorenauswahl gespielt und er ist damals quasi Europameister geworden damals, dann später auch noch mit der deutschen Nationalmannschaft und dann ist man natürlich immer so ein bisschen ein Stück weit im Vergleich. Ich war nie so gut wie er, aber ja, wer weiß, was da alles noch möglich gewesen wäre. Aber so ist das manchmal. Das kann ich eben so gut nachvollziehen, ne? Das, was du gesagt hast. Ja.
Ja, und die Verletzungspause ging dann bei dir wie lang? 8 Monate insgesamt habe ich gebraucht, bis ich wieder mein erstes wirkliches Spiel gemacht habe. 8 Monate? Ja. Ja. Da kann man mal sehen, wie schwer diese Verletzung war. Ich habe es mal live miterlebt, wie jemand einen Schien- und Wadenbeinbruch Habe ich sogar auch in dem Spiel, bevor wir in die Winterpause gegangen sind, hat unsere U17 gegen Ingolstadt gespielt und da hat sich auch sich jemand im Spiel auch das Schien- und Wadenbein von Hoffmann gebrochen gehabt. Ja. Ja, ich habe es auch live damals miterlebt. André Hütting war das dann auch eben, mit dem ich zusammen zur Schule gegangen, falls er es hört. Herzliche Grüße. Da lag quasi der Unterschenkel, der war nicht mehr ansteuerbar. Der lag da einfach so, war alles schlimm. Und der ist dann auch vor Schmerzen damals mehr oder weniger ins Koma gefallen und Gott sei Dank ist alles verheilt, alles gut geworden, aber für ihn selber war es dann auch schon eine Verletzung, die dann dazu geführt hat, dass es nicht mehr so rund läuft, ne? Ich glaube, das ist dann so, ne? Ja. Hast du dann das Gefühl gehabt, du musst von Hoffenheim jetzt mal weg oder war das mehr oder weniger, dass man dir das gesagt hat, ja, es wäre vielleicht gut, dass du gehst? Sowohl als auch, also natürlich hat man auf der einen Seite dann keine Spielpraxis mehr bekommen und als junger Spieler, du willst spielen, du musst spielen, um halt auch wieder annähernd auf dein Niveau zu kommen. Wollte aber auf jeden Fall auch meine Schule in Hoffenheim oder neben Hoffenheim in Sinsheim fertig machen, weil es die so nur in Hoffenheim, Stuttgart und Freiburg gab oder gibt. Mhm. Und dann hat mir Hoffenheim aber auch halt gesagt, dass sie von der Leistung her halt nicht zufrieden sind mit mir, sie mir auch helfen würden, einen neuen Verein zu finden. Und dann kam auch relativ schnell danach Sandhausen auf mich zu. Und dann war es bei denen aber das Problem, dass die kein Internat hatten. Die hatten nur so mäßig 1 oder 2 Gastfamilien. Und dann war da so ein bisschen das Problem, wo ich wohne, natürlich auch noch 16 beziehungsweise 17 Jahre alt, noch keinen Führerschein oder beziehungsweise noch kein Auto, wo du selbstständig fahren kannst. Und dann hat mir zum Glück, was ich Hoffenheim auch, wofür ich sehr dankbar bin, die haben mich noch ein halbes Jahr im Internat wohnen lassen, obwohl ich zu der Zeit schon in Sandhausen gespielt habe. Und haben mir dann auch noch mit einem anderen Spieler zusammen, der dann auch von Hoffenheim nach Sandhausen gewechselt ist, eine Wohnung zur Verfügung gestellt von ihnen, die wir klar bezahlen mussten, aber wo wir dann auf jeden Fall auch eine Unterkunft hatten. Das ist also zumindest ein Übergang, der einem ein bisschen erleichtert wird. Was war das für eine besondere Schule, die du nicht verlassen wolltest? Was war da so besonders dran, dass man das hätte? Was heißt, also besonders war es, dass die Schule, das nennt sich BK Sport, Berufskolleg Sport, die hat mit Hoffenheim zusammengearbeitet. Dann gibt es die Schule halt, wie gesagt, noch in Stuttgart, wo die eng mit dem VfB zusammenarbeiten. Und auch in Freiburg mit dem SC. Mhm. Und die gab es halt leider nur in Sinsheim, Stuttgart oder Freiburg, sodass ich halt dann gesagt habe, okay, ich habe auch nur noch 1,5 Jahre Schule. Ich möchte mein Abitur auf jeden Fall dort fertig machen. Und hatte halt auch keine Möglichkeit, zum VfB oder zum Freiburg zu wechseln. Und dann habe ich da halt gesagt, okay, ich mache einen Schritt zurück, sozusagen nach Sandhausen, die aber auch noch U17 Bundesliga dann gespielt haben, ein halbes Jahr, um dann vielleicht danach wieder 2 Schritte nach vorne zu machen, wie man so schön sagt. Ja. Sandhausen war dann aber quasi nochmal eine Station, wie so eine Art Zwischenstation. Du bist ja dann in der U19 zum 1. FC Köln nochmal. War das für dich etwas, wo du gesagt hast, der Weg geht wieder nach oben, der Trend geht nach oben, weil du gesagt hast vorhin, das war ein Schritt zurück, Sandhausen, aber das war wegen der Schule, du wolltest da erstmal dein Abi machen? Genau, und spielen natürlich. Ja. Ja. Aber war Köln dann auf dich aufmerksam geworden oder wie kamst du? Also was ich rausgefunden habe, als ich dann mit den Scouts vom FC gesprochen habe, ist, dass sie mich in der U15, bevor ich nach Hoffenheim gegangen bin, auch schon beobachtet hatten und auf dem Zettel hatte, aber ich dann aber schon relativ frühzeitig halt gesagt habe, ich wechsle zu Hoffenheim und habe den Vertrag in Hoffenheim unterschrieben gehabt. Gab es da keine Gespräche mit Köln. Was aber witzig war, ist, dass selbst Hoffenheim auch wieder
nach meiner Zeit in Sandhausen wieder auf mich zugekommen ist und mich eventuell auch wieder zurückholen wollte. Ah, okay. Ah, aber du hast dich für Köln entschieden. Genau, ja. Und hattest du da die Hoffnung, ich weiß nicht, Köln spielte damals zweite Liga, erste Liga? Zweite Liga, dass ja. Es über die U19 ein kurzer Weg ist ins Profigeschäft? Ich habe einen Zweijahresvertrag unterschrieben gehabt und mir hat halt generell die Stadt super gefallen. Wir haben dort DFB-Pokal gespielt gehabt mit Sandhausen, wo ich meinen Eltern direkt danach gesagt habe, also wenn ich mal die Chance habe, in Köln zu wohnen, wenn es mit Fußball nicht klappt oder auch durch den Fußball, will ich auf jeden Fall nach Köln mal ziehen. War natürlich dann perfekt, dass sie auf mich zugekommen sind. Und auch Stefan Rutenbeck, der damalige und heutige U19-Trainer noch, der war damals Profi-Coach, war aber klar, dass der wieder runterkommt in die U19, wollte mich auch haben und hat sich auch gefreut, dass ich dort den Vertrag unterschrieben hatte. Und ja, von dem Niveau, von dem Trainingsgelände, von der Atmosphäre und der Energie, die du durch die Stadt auch bekommst, zu der Verbindung zum Verein, klar hat man die Hoffnung, dann da auch vielleicht über die U19 oder ein Jahr später über die U21 den Schritt irgendwie zu packen. Aber es ist dir nicht gelungen oder wie war es da? Ich habe ein halbes Jahr gespielt und trainiert, alles super gewesen und hatte dann wieder an meiner Bruchstelle, die ich damals hatte, so ein unangenehmes Schmerzgefühl. Da waren es aber auch nur noch 2 Wochen bis zur Winterpause. Da habe ich gesagt, ja, da beiße ich halt noch durch und wenn ich was merke, merke ich halt ein bisschen was, aber dann ist ja eh erstmal 2-3 Wochen Pause. Und dann war es aber nach einem Training so schlimm, dass ich fast abgebrochen habe und habe dann mit unserem Physios geredet. Mit etlichen Behandlungen hat nichts funktioniert, ist nicht besser geworden. Und bin dann zu dem Arzt gegangen in Köln. Der meinte, es ist so ein bisschen Flüssigkeit wieder in meinem Knochen, dass ich halt 2 Wochen Pause machen muss. Hab dann Pause gemacht, alles super. Hab wieder schmerzfrei Aufbautraining machen können und habe dann aber wieder beim Joggen Schmerzen gehabt. Und dann hat's mir und meiner Familie auch so ein bisschen gereicht, weil von Köln nicht so eine richtige Diagnose kam, es auch irgendwie nicht besser geworden ist. Und dann haben wir bei meinem alten Operateur in Heidelberg damals, noch in Hoffenheim, bei ihm angerufen, haben gefragt, ob er mich noch kennt, ob wir mal vorbeikommen können. Hat er gesagt, gar kein Problem, schaut er sich an. Und dann haben die dort mit einem Ultraschallgerät, was sie nur in Heidelberg hatten, und Kontrastmittel gespritzt und so weiter und so fort rausgefunden, dass mein Wadenbein wieder angebrochen war. Das hieß wieder OP und wieder 6 Monate Pause. Oh, ja. Und das war wieder angebrochen, wahrscheinlich durch die Belastung, Ermüdung und weiß man nie. Also die haben damals nur das Schienbein operativ behandelt, also haben einen Nagel in mein Schienbein gemacht, haben das Wadenbein aber dadurch, dass es dünn ist, nicht wirklich, behandelt oder nichts dran nicht gemacht. Nicht stabilisiert, so, ne? Genau. Und dann weiß man nie, ob das nicht wirklich zusammengeheilt ist oder ob das wieder aufgebrochen ist durch irgendeine Situation, das weiß man nicht. Okay, also wieder eine Verletzung, die so ein bisschen gerade in so einem wichtigen Alter und in einer wichtigen Zeit einfach dazwischen kommt, ne? Genau, ja. Das ist doof. Das heißt, das Kapitel Köln hatte sich dann mehr oder weniger relativ schnell erledigt? Ich habe dann noch ein halbes Jahr halt Aufbautraining gemacht in Köln und habe dann auch versucht, dadurch, dass ich halt noch Vertrag hatte, meinen Weg in der U21 zu finden. Da wurde mir dann aber auch in der, sage ich, Vorbereitung haben sich beide Parteien, sowohl ich als auch der Verein, dafür entschieden, dass ich die Wege wieder trenne. Und bin dann wieder zurück zu Sandhausen gewechselt. Dann zu Sandhausen 1 oder zu Sandhausen 2. In die zweite Mannschaft, okay. Genau. War dir da klar, dass du erstmal einen anderen Weg gehen musst oder wie tief saß die Enttäuschung, weil du warst sehr nah dran am Profifußball, aber dann irgendwie doch
die mehr oder weniger die Sachen packen zu müssen und zu sagen, ey, ich muss wieder zurück zu meinen Wurzeln, ich muss wieder, ich gehe wieder nach Sandhausen, ich gehe da in die zweite Mannschaft. Das ist ja auch alles nicht so einfach und mental nicht so einfach zu verkraften. Ja, also ich muss sagen, ich bin in den 4 Jahren, glaube ich, 5-mal umgezogen. Hm. Vom Internat raus in Hoffenheim meine erste eigene Wohnung, dann von meiner ersten eigenen Wohnung nach Köln wieder ins Internat, von Köln in meine eigene Wohnung wieder und dann wieder zurück nach Sandhausen in der Wohnung. Das ist alles so, das geht nicht spurlos, glaube ich, an jemandem vorbei. Hm. Was ich aber sagen muss, hat mich als Person natürlich sehr geprägt, was mir natürlich dann auch geholfen hat, den Weg nach Amerika zu gehen und zu sagen, ich mache das. Aber zum anderen hofft man natürlich immer, dass man dann irgendwie doch noch, ich war 19, den Sprung dann über die zweite Mannschaft in Sandhausen vielleicht zum Profi schaffen kann. Hm. Aber dann hast du dich doch gab es irgendwann den Tag, wo du gesagt hast, okay, nee, komm, lass, also Toni Mahmoudali hat das mal beschrieben in seiner Historie gab es den Tag, wo der zigste Wechsel oder beziehungsweise die Vertragsanbahnung, sein erster Profivertrag, sehr ganz nah war und es dann doch nicht geklappt hat. Die Geschichte kenne ich auch. Ja, vielleicht nachzuhören in unserem Podcast Folge 2 und 3. Gab es diesen Moment, erinnerst du dich an den, als du gesagt hast, komm, ich brauche jetzt eine andere Idee. Ich glaube, ein bestimmter Tag war es nicht, aber so die Gesamtsituation, ich war dann auch unzufrieden nach einem halben Jahr in Sandhausen, wo ich dann auch drüber nachgedacht habe, okay, was mache ich jetzt? Ich habe nicht regelmäßig gespielt. Der Traum Profifußballer lebt natürlich irgendwo immer noch, aber man muss sich natürlich auch Gedanken machen, was ist, wenn es nicht klappt? Und da ist dann ein sehr, sehr guter, oder wenn nicht sogar mein bester Freund, mit dem ich zusammengespielt habe in Sandhausen, auf mich zugekommen und hat dann auch mal gesagt, ja, was machst du, wie sieht so deine Planung aus, weil ich auch nur das eine Jahr Vertrag dann in Sandhausen hatte. Und da haben wir uns beide so ein bisschen darüber unterhalten, okay, Amerika ist eine Option, da gibt es eigentlich nur Vorteile, relativ wenig Nachteile. Und was ich vorhin schon gesagt habe, um sowohl den Plan B genau im Blick zu behalten, als auch sogar noch die Möglichkeit zu haben, auf einem hohen Level Fußball zu spielen und den Traum noch nicht aufgeben zu müssen, habe ich dann irgendwann mich mit Toni getroffen. Mhm. Aber du wusstest vorher, dass es diese Möglichkeit gibt, richtig? Genau, ich hatte, als ich von Köln zu Sandhausen gegangen bin, hatte mich so eine Agentur auch mal angesprochen, die nennt sich Scholarbook. Mhm. Ist auch eine richtig große Monsteragentur in Deutschland, die gefühlt tausende von Spielern immer vermittelt und betreut und was weiß ich. Die hatten mich auch schon mal angesprochen gehabt, mit dem ich mich mal unterhalten hatte. Dann kam aber der Wechsel zu Sandhausen, da war das auch so wieder so ein bisschen fern. Als ich mich dann aber mit Toni getroffen hatte, war so für mich eigentlich klar, okay, das klingt super, ist eine mega gute Alternative und ich will das eigentlich machen. Aber ich bin ein sehr, sehr familiärer Mensch. Das heißt, für mich ist das Gefühl, was meine Eltern bei so Schritten haben oder wie sie über so Situationen denken, sehr, sehr, sehr wichtig. Und dadurch, dass sie halt aber auch Toni nicht kannten, sondern nur ihn kannten von meinen Erzählungen und ich so ein bisschen der Vermittler war von Informationen, die Toni mir gegeben hat, die ich dann meinen Eltern gegeben habe, ist dann Toni vor anderthalb Jahren, also ja, war Dezember noch 2019, zu uns nach Erfurt gefahren und hat sich dann mit mir und meinen Eltern dort getroffen und hat das Gleiche, was er mir damals erzählt hat, auch nochmal meinen Eltern erzählt. Und ja, meine Eltern haben mich auf jedem Schritt, den ich gegangen bin, hundertprozentig unterstützt und auch immer standen voll dahinter und haben gesagt, ja, wenn ich das machen will, dann stehen die dahinter und helfen mir. Und die waren dann auch überzeugt, dass das eine gute... Die waren auch überzeugt, ja. Ja, ja. War dir da egal, wohin? In welche... Nee. Also ich muss sagen... Ja. Sorry, ich muss sagen, klar ist, Amerika ist teuer, auch um zu studieren in Amerika ist extrem teuer.
Ich wollte auf jeden Fall irgendwie ein Vollstipendium zu bekommen, dass halt sozusagen von der Schule halt alles übernommen wird, was Studienkosten angeht, Unterkunft und so weiter und so fort. Und da hat Toni aber auch schon zu mir gesagt, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen. Und ich wäre den Schritt nur gegangen, oder ich bin den Schritt gegangen mit einer Uni, hinter der ich zu 100% stehe, wo ich mich auch zu 100% für diese Entscheidung 100% gut überlegt habe und auch zufrieden war mit der Entscheidung und ein gutes Gefühl hatte. Und Phoenix, Arizona, was wusstest du vorher von der Uni, von der Stadt? Also die Uni ist eine neue Uni. Also ich habe natürlich hat man sich dann so über die ersten Angebote, die dann kamen von Unis, wo man so ein bisschen im Gespräch war, informiert. Und zum einen, klar, hat man gewusst, es ist warm hier. Es ist Wüste, aber ist auch eine Stadt, die sehr im Aufkommen ist. Die Uni, wie gesagt, ist neu, hat einen super Fußballprogramm und auch ein gutes Basketballprogramm. Das heißt, wir haben einen Campus mit einem mega geilen Stadion, wo auch bei unseren ersten Spiel in der Saison meistens immer 6.000-7.000 Leute kommen, um zuzugucken. Also es ist schon eine super, super Sache gewesen. Schön. Und wie Mannschaft und so, alles cool? Ja, alles super. Also direkt, ich bin noch bevor ich überhaupt nach Amerika gekommen bin, aber dann doch feststand, dass ich halt komme, hat mich gleich der ein oder andere Spieler angeschrieben, gefragt, wer ich bin und schon so ein bisschen Kontakte geknüpft. So über Insta oder wie macht man das? Genau, Instagram oder WhatsApp. Ich war dann schon in der WhatsApp-Gruppe, die wir hatten. Und genau, da hat man dann schon die ersten Kontakte geknüpft, aber auch so direkt, als ich angekommen bin, super aufgenommen worden. Bist du als große Torjäger-Hoffnung, Torjäger-Maschine gekommen? Oder? Also Torjäger-Hoffnung würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Ah, okay. Die haben sich schon was dabei gedacht. Ja? Jeden Fall, ja. Und wenn sie schlecht ist, die Bilanz, dann schneiden wir es raus. Aber wie ist die Bilanz so? Hast du Spiele, Tore? Wir haben jetzt 4 Ligaspiele gehabt und ich habe 2 Tore gemacht. Ah, wir müssen es nicht rausschneiden, ich bin beruhigt. Nee, ich bin auch zufrieden. Klar, als Stürmer, du willst immer mehr Tore. Ja. Aber so für den Anfang war es eigentlich ganz gut. Ja. Der Alexander Nitzel hat in seiner ersten Folge erzählt, dass es da für die sogenannten Freshmans, also die neu an die Uni kommen, das Ritual gibt, die müssen immer einen Ziegelstein bei sich tragen. Deswegen haben die alle einen Rucksack um die Schulter. Gibt's sowas bei euch an der Uni auch? Das gab's bei uns nicht, nee. Also klar ist, so wie es in jeder Fußballmannschaft eigentlich üblich ist, dass man singen muss, wenn man als neuer Spieler kommt, aber das ist so, das ist unser Ritual, was aber, glaube ich, irgendwo auch jede Mannschaft hat. Ja. Was habt ihr noch vor, sportlich? Also ich habe jetzt mitgekriegt, das ist bei Alex ja nicht anders wie bei dir. Ihr spielt da alles in wie so eine Art Gruppen. Wie weit geht das bei euch? Was ist die weiteste Reise von Phoenix? Es müsste, glaube ich, dieses Jahr Seattle sein. Okay. Also Seattle ist, glaube ich, mit dem Flug 4,5 Stunden, 5 Stunden weg. Ja. Und ihr müsst da auch irgendwie Erster oder Zweiter werden, um dann in diese Ausscheidungsrunde zu kommen, ne? Genau, oder was auch möglich ist, ist, dass du du wirst jede Woche neu gerankt. Das heißt, da gibt's, ich weiß nicht, wie genau das abläuft, aber die Top 25 Teams werden automatisch für die Endrunde sozusagen, also für das NCAA-Tournament, qualifiziert. Das heißt, wenn du in den Top 25 in der Nation bist, bist du automatisch qualifiziert. Das heißt, du könntest rein theoretisch auch Dritter werden, was aber keinen Sinn ergibt, weil du dann nicht Top 25 bist. Ja. Bist du dann aber automatisch drin. Okay. Also das geht nicht nach erster, zweiter, dritter in der Staffel, sondern eher so nach dieser Gesamtbilanz Top 25. Genau, ja, also du kannst halt, wie gesagt, du kannst Zweiter sein in deiner Staffel, bist aber mit dem Ersten zusammen in den Top 25, dann bist du automatisch drin. Oder du musst halt da gibt's noch so ein regionales Turnier, was wir auch spielen, wo du das dann gewinnen musst, wenn du nicht in den Top 25 bist, um dich dadurch dann zu qualifizieren. Ist ein bisschen kompliziert. Aber ist, glaube ich, noch okay. Was glaubst denn du, was deine Mannschaftskameraden an dir so schätzen, wenn du so aus Deutschland kommst? Bist du pünktlich? Bist du ordentlich? Bist du oder was? Also pünktlich bin ich auf jeden Fall. Ordentlich nicht immer.
Aber ich glaube, ja, so Pünktlichkeit und auch, ich glaube, Einsatz ist auch so eine Sache, die wir Deutschen an uns haben, wenn wir Ja. spielen. Ich glaube, das schätzen sie schon. Was habt ihr noch vor? Also zielmäßig wollt ihr die Endrunde wahrscheinlich, ne? Und dann mal Genau, gucken, ja, ne? wir stehen gerade 4 und 0, also wir haben 4 Spiele gehabt, haben 4 Spiele gewonnen, haben so, glaube ich, seit 1989 den besten Start für unsere Uni gehabt. Schön, ja. Und sind auch gerade in Top 24. im Ranking geworden. Also Ziel ist ganz klar, dass wir in das Endrundenturnier kommen Ja. und dann schauen wir mal. Genau. Schick mal für unseren Instagram-Kanal und Website so mal ein paar Bilder, wenn du hast, damit wir uns so eine kleine Vorstellung machen können, Auf jeden Fall. wie das da aussieht, damit wir auch dann dein Instagram-Account und auch der der Mannschaft einfach mal verlinken können und dann kann man Klar. dir auch schön folgen. Ja, was ist gerade der letzte Scheiß? Der letzte heiße Scheiß in Amerika, von dem wir jetzt vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr erfahren. Das ist so, ja, damit will ich eigentlich immer so ein bisschen die Folge beenden, damit man vielleicht mit einem kleinen Lächeln im Gesicht ja, das Ende dieser Folge einfach mitnimmt. Ich glaube, ehrlich gesagt, so wirklich einen Gegenstand oder so, den die Amerikaner jetzt hier haben und was so angesagt ist, gibt es glaube ich nicht. Was Aktuell ich aber nicht. so an, nee, aber was ich an meiner Uni festgestellt habe, ist, dass vom Klamottenstyle her ist von, also sozusagen der Skateboard-Style wieder absolut im Kommen ist. Oh. Also das hätte ich nie gedacht. Aber hier, also wirklich viele, viele, viele haben den Street-Style, sag ich mal, wieder angenommen. Okay, Skateboard-Style. Ich muss gerade überlegen. Das sind doch so sind das die knielangen Hosen? Nee, so Nee, aber Kappe schon und so, genau, Kappe, Vans sind wieder richtig angesagt Vans. hier. Ja. Tennissocken über der Jeans teilweise, Nein. also verrückte, ganz verrückte Sachen. Ganz Oh, verrückte Sachen. ja, ist ja sensationell. Aber du trägst doch keine Tennissocken über der Hose, oder? Nee, 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 Okay. nee. Nee, da bin ich dann doch raus, ja. Ja. Ja, man tut sich ein bisschen schwer, ne? So ein bisschen, oder denkst du, oh nee, das ist der stehen Ja, geblieben also oder ist das schon der neue Hipster, so sozusagen? verstehe ich, tue ich das ehrlich gesagt nicht, aber das sind halt die Amis, ne? Die sind verrückt. Ja. Schön. Max, ich denke, wir haben jetzt 53, wir sind weit in der Nachspielzeit. Wir haben eine schöne erste Folge. Wir haben dich kennenlernen dürfen. Wir werden dich jetzt weiter begleiten und mal so, ja, immer so alle 4 Wochen mal nachfragen, wie es dir geht. Ja. Merke dir alle schönen Geschichten, die du in der Zeit erlebst, damit du sie bei uns erzählen kannst. Mache ich. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Gute, Hals- und Beinbruch, bleib gesund, weiterhin viele Treffer. Denn die Bayern brauchen spätestens in 2, 3 Jahren, ja, brauchen die einen neuen Stürmer. Ne? Denn Haaland geht ja Genau. wahrscheinlich nicht hin, der ist dann wahrscheinlich schon bei Real Madrid. Ja, Max, Wahrscheinlich schon, ja. grüß unbekannterweise noch deine Eltern in Erfurt, in Thüringen. Ja, jetzt ist es mittags bei dir, leg dich wieder in die Sonne. Bei uns sind gerade -4 Grad. Also, ich Vielen, vielen beneide dich Dank. ein wenig. Bis dahin, ne? Vielen Danke. Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Bitte. Ciao. Ciao, mach's gut. Bundesliga AD Welcome USA. Dieser Podcast begleitet junge, sehr gut ausgebildete deutsche FußballerInnen auf ihrem Abenteuer als College Soccer Player in den USA.